Genau, dann herzlich willkommen an alle zum zweiten Termin der Vorlesung Software Engineering fürs autonome Fahren. Ich möchte einfach direkt reinstarten mit einer kleinen Szene, die, glaube ich, jeder so schon mal wiedererkennt. Mittlerer Ring in München. Wahrscheinlich haben die meisten schon mal ein paar Stunden hier verbracht. Was passiert hier? Man sieht, das Fahrzeug folgt der Position. Auf einmal die geschätzte Position, die wir hier durch das rote Dreieck sehen, bleibt stehen und springt irgendwann ein Stück weiter. Was könnte das darstellen? Beispielsweise ein GNSS-Signal. Wenn ich jetzt mit meinem Handy navigiere, könnte ich so ein Bild sehen. Dazwischen liegt der P2L-Tunnel. Dort haben wir leider kein GNSS-Signal. Mein Name ist Florian Sauerbeck. Und wenn ich sage, dass ich mich hier am Lehrstuhl mit Lokalisierung und Mapping befasse, dann höre ich immer, aber wieso? Navigieren kann ja sogar mein Handy. Warum das nicht ganz so einfach ist, das werden wir heute sehen. Nicht nur heute, sondern auch nächste Woche. Heute ist der Einführungstermin und nächste Woche bauen wir darauf dann drauf auf. Insgesamt haben wir zwei Termine zur Lokalisierung und Mapping. Genau, kurz die Agenda. Wir starten rein mit der Motivation, beziehungsweise sind wir da eigentlich schon mittendrin. Anschließend überlegen wir uns, wie können wir eigentlich Position schätzen. Dazu braucht man natürlich irgendwelche Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Probabilistik. Die wenden wir dann an mit der Bayes Rule, Bayes Filtering, Kalman Filter. Kommen wir später drauf. Anschließend schauen wir uns noch an, wie solche Karten ausschauen, die wir dann nutzen können, um uns zu lokalisieren. Damit schließen wir das Thema dann ab und gehen in die Übung über, wo wir uns die Thema dann nochmal in der praktischen Umsetzung auch anschauen. Hier nochmal das Schaubild, das kennt jeder noch aus dem letzten Termin. Wir befinden uns, Lokalisierung und Mapping, ganz am Anfang der Pipeline. Das heißt, wir nutzen die Sensorsignale, die der Philipp im ersten Termin schon erklärt hat, um daraus die perfekte Ego-Position und Karte der Umgebung im Optimalfall zu bestimmen oder eben zu schätzen. Lokalisierung ist extrem wichtig für den gesamten Software-Stack. Ohne Lokalisierung hilft es mir auch nichts, wenn ich weiß, wo in Relation zu mir die anderen Fahrzeuge sind. Ich kann keine Trajektorie, selbst wenn ich sie plane, einregeln, weil ich nicht weiß, wo ich mich selbst befinde. Und nochmal kurz zum GNSS, wo es ja oft heißt, naja, aber das gibt's ja, damit haben wir ja globale Position. Ja, haben wir, aber zum einen gibt es sehr viele Gegenden, in denen das einfach nicht so gut funktioniert. Und zum anderen ist auch die Genauigkeit nicht hinreichend. Also wir sind da normalerweise im Bereich von ein paar Metern. Wir bekommen teilweise mehrere Sekunden keine neuen Updates. Wenn wir hier von Level 5 autonomen Fahren sprechen, dann sind wir bei der Lokalisierung, die wir benötigen, eher im Zentimeterbereich. Wenn Lokalisierung und Position so wichtig ist, warum messen wir sie dann nicht einfach? Ganz einfach ist es schlichtweg nicht möglich. Es ist physikalisch nicht möglich, eine Position zu messen. Das, was dem Ganzen noch am nächsten kommt, ist ein GNSS-Signal. Allerdings messe ich da letztendlich auch nur Laufzeiten zu einzelnen Satelliten. Über die Laufzeiten kann ich Distanzen bestimmen. Und wenn ich die Distanzen zu mehreren Satelliten habe, dann kann ich eben meine Position im Weltkoordinatensystem bestimmen. Welche anderen Sensoren werden noch genutzt? Zum einen gibt es Sensoren, die uns Informationen über den Fahrzeugzustand geben. Das können Beschleunigungssensoren sein, Gyroskope, IMU. Das können Raddrehzahlsensoren sein, das können Lenkwinkelsensoren sein, Lenkradwinkelsensoren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es noch Sensoren, die die Umgebung erfassen. Die häufigsten, die hier im autonomen Fahren Anwendung finden, sind Kamera, LIDAR und Radarsensoren. Wie die dann verwendet werden für die Lokalisierung, da kommen wir später drauf. Ganz kurz noch vorweg, man muss zwischen verschiedenen Lokalisationen oder Positionen unterscheiden. Es gibt eine globale Position, die beispielsweise im Weltkoordinatensystem ist, und es gibt auch eine relative Position. Denn meistens, wenn ich jetzt auf der Straße bin, dann ist es mir ja vielleicht egal, wo ich im Weltkoordinatensystem bin, dann ist meine Referenz vielleicht eher meine eigene Straße, die nächste Ampel, die Baustelle, der ich ausweichen muss, also die unmittelbare Umgebung. Eine Definition noch vorweg.
weil man sehr häufig durcheinandergebracht findet. Ich hoffe, ich verwechsel es heute nicht. Position an sich ist nur eine Translation. Das heißt, im XY-Raum ist die Position nur ein Punkt mit einer X- und Y-Koordinate. Wenn ich von Pose oder Pose spreche, dann habe ich zusätzlich noch eine Orientierung. Im XY-Raum habe ich dann denselben Punkt in XY plus ein Heading. Genau, jetzt wollen wir einsteigen in die Probabilistik, beziehungsweise in die Frage, okay, wir haben jetzt verschiedene Sensoren zur Verfügung, keiner kann uns Position messen. Wie können wir die Informationen der einzelnen Sensoren so kombinieren, dass wir am Ende eine möglichst gute Schätzung unserer Lokalisierung, unserer Pose oder Position, je nachdem, erhalten? Grundlage dessen ist Gauss-Verteilung. Jeder kennt die Gauss-Verteilung. Spätestens, wenn man zur Einsicht geht bei den Prüfungen, findet man es sehr häufig. Gauss-Verteilung ist grundsätzlich immer dann, wenn ein Experiment mehrfach wiederholt wird und immer leicht unterschiedliche Ergebnisse hervorruft. Was hat das Ganze jetzt mit autonomen Fahren zu tun? Wenn ich beispielsweise eine Beschleunigung messe, jeder hat schon mal so einen Signalverlauf gesehen, dann wird der nicht exakt glatt sein, sondern habe ich da ein gewisses Rauschen drauf. Das Rauschen kann von verschiedensten Störeinflüssen, Sensorauflösungen, was auch immer kommen. Wenn ich jetzt einen Sensor auf den Tisch lege und 100 Mal messe, dann werde ich in etwa so eine Verteilung sehen. Wir schauen uns das Thema dann später in der Übung nochmal an. Wodurch wird eine Gauss-Verteilung jetzt definiert? Letztendlich ganz einfach durch zwei Werte. Der Mittelwert μ. Der Mittelwert ist einfach der Wert, der am wahrscheinlichsten ist, dass er auftritt. Und die Varianz Sigma Quadrat, beziehungsweise die Standardabweichung Sigma, die gibt uns Aufschluss darüber, wie gut ist unser Sensor, wie nah liegen alle Messwerte beisammen, wie groß ist das Rauschen, das wir erwarten. So sieht es im eindimensionalen Fall aus. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt im höherdimensionalen Fall unterwegs sind? Beispiel hier ist wieder XY und wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben verschiedene Sensoren. Beispielsweise haben wir in X-Richtung Raddrehzahlsensoren, die uns sehr gut sagen, wie weit sind wir schon gefahren. In Y-Richtung müssen wir vielleicht über unseren Lenkwinkel schätzen, wie sich da das Fahrzeug bewegt hat, über ein Ackermann-Modell oder andere Möglichkeiten. Jetzt haben wir natürlich in longitudinale Richtung höher informative Daten als in laterale Richtung. Heißt, die Standardabweichung, die Varianz werden deutlich kleiner. Was sich ergibt, ist keine Gauss-Kurve mehr, sondern eine Ellipse. Das Ganze nennt sich dann Kovarianz und die kann eben unterschiedliche Größen in unterschiedliche Dimensionen haben. Hierbei dreht sich die natürlich mit dem Fahrzeug mit. Alle Sensoren sind am Fahrzeug befestigt und entsprechend ist die Orientierung der Kovarianz auch nicht Koordinatensystem bzw. kartenfest, sondern fahrzeugfest. Wie rechnet man jetzt mit Gauss-Verteilungen? Grundsätzlich gibt es zwei Operationen, die wir uns hier anschauen werden. Das erste ist die Multiplikation, wobei man ein bisschen aufpassen muss, weil es jetzt nicht eine tatsächliche mathematische Multiplikation ist, sondern eher eine Kombination. Auf Englisch nennt man es nur Multiplication. Was passiert hierbei? Na, wir nehmen wieder das Beispiel von vorher. Wir haben einen Beschleunigungssensor, messen 100 Mal den gleichen Wert. Wie können wir diese Werte jetzt kombinieren? Genau mit diesen Formeln. Wir kombinieren alle einzelnen Werte und bekommen am Ende eine Verteilung mit einer deutlich kleineren Varianz. Und der Mittelwert ist eben der Wert, der am wahrscheinlichsten, der tatsächlich physikalische Wert ist. Die Formeln sehen jetzt hier erstmal auf den ersten Blick relativ kompliziert aus. Wir werden später noch sehen, es lässt sich in zwei Zeilen Code implementieren. Also da braucht man wirklich keine Angst davor haben. Jetzt haben wir hier gesehen, wenn ich zwei Gauss-Verteilungen kombiniere, multipliziere, dann wird das Ergebnis eine neue Schätzung, die uns mehr Aufschluss bietet. Die Frage ist jetzt, wie sieht's hier aus, wenn ich jetzt zwei Messungen habe, die relativ weit auseinander liegen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn man sich das anschaut, der Mittelwert wird irgendwo dazwischen liegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht die Varianz aus? Das, was intuitiv jetzt viele Menschen schätzen würden, ist, dass die Varianz irgendwie so aussieht, um eben möglichst breit zu sein, um alle Informationen mit einzuschließen. Tatsächlich ist es allerdings nicht so. Tatsächlich wird auch hier die Varianz kleiner. Natürlich, die mathematischen Formeln sind die gleichen.
Das ist allerdings ein extrem wichtiger Punkt, eigentlich, den man aus der heutigen Vorlesung mitnehmen muss. Auch schlechte Information liefert uns am Ende bessere Ergebnisse, als wenn wir nur gute Sensoren nehmen. Ich meine, wenn man es mal von der anderen Seite betrachtet, ist es eigentlich logisch. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen sehr guten GNSS-Sensor und vielleicht einen relativ stark verrauschte IMU, was würde ich nehmen, um meine Position zu schätzen? Würde ich nur das GNSS nehmen, weil ich sage, das ist besser als die IMU? Nein, ich würde natürlich trotzdem beides irgendwie kombinieren. Und das ist letztendlich genau die Aussage, die hier dahinter steckt. Wie sowas konkret dann aussieht, da kommen wir im nächsten Schritt dazu. Die nächste Möglichkeit, wie wir mit den Gauss-Verteilungen rechnen können, ist eine Addition. Eine Addition ist jetzt beispielsweise nicht, wenn ich viele Messungen einer Beschleunigung habe, sondern wenn ich jetzt meine Position hier in XY abschätze und dann gehe ich einen Schritt in eine Richtung. Dann habe ich einmal eine Distanz und einmal eine Position, die kann ich zusammen addieren. Was passiert mit den Unsicherheiten, mit der Varianz? Naja, ich habe zwei unsicherheitsbehaftete Messungen. Einmal meine Positionsschätzung von vorher, wo ich ja nicht genau weiß, wo ich bin, weil das schon eine Schätzung ist. Und zum anderen habe ich dann noch eine zweite Schätzung von meiner Bewegung, die nochmal Unsicherheit behaftet ist. Die Gesamtunsicherheit in meinem Zustand, den ich nachher habe, wird natürlich deutlich größer als die jeweiligen einzelnen Unsicherheiten, da sie sich eben addieren. Hier ist die Addition auch tatsächlich einfach eine Addition. Genau, soweit was es jetzt zu den Grundlagen, was eigentlich Gauss-Verteilungen sind, was die mit Sensoren zu tun haben. Jetzt geht es mir darum, wie findet das Ganze dann Anwendung? Wichtig hierbei ist erstmal die bedingte Wahrscheinlichkeit. Bedingte Wahrscheinlichkeit ist immer jedem Begriff, aber was genau dahinter steckt, ist dann schwierig. Bedingte Wahrscheinlichkeit ist beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich gebe irgendjemandem beliebigen einen Würfel, er würfelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass seine 6 Würfel genau ein Sechstel. Wenn ich sage, ich wähle eine beliebige Person aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein schwarzes T-Shirt trägt? Ist vielleicht 10%. Wenn ich jetzt sage, ich wähle eine Person aus und wenn sie ein schwarzes T-Shirt trägt, dann lasse ich sie würfeln. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine 6 würfelt? Immer noch ein Sechstel, hat nichts miteinander zu tun. Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht bedingt. Was ist bedingte Wahrscheinlichkeit? Wir haben es aktuell, kriegen wir es eigentlich immer mit. Ich lasse eine beliebige Person einen Corona-Test machen. Ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieser positiv ist. Ich wähle eine Person aus, von der ich weiß, dass sie tatsächlich positiv ist und lasse sie auch einen Corona-Test machen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der positiv ist? Extrem hoch, fast 1. Ist einfach eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Das heißt, zwei Wahrscheinlichkeiten, die voneinander abhängig sind. Konkretes Beispiel, ich hoffe, es hat jeder mal gesehen, das Ziegenproblem. Das Ziegenproblem ist ein Beweis dafür, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit relativ einfach wirkt, aber tatsächlich auch schon sehr renommierte Mathematikprofessoren sich da ein bisschen verlaufen haben, weil es doch manchmal nicht ganz so einfach ist, wie man denkt. Was können wir mit dieser bedingten Wahrscheinlichkeit jetzt machen? Da kommen wir zur Bayes Rule. Grundidee der Bayes Rule ist es einfach, dass wir einen Zustand, den wir nicht messen, nicht beobachten können, abschätzen können. Das bildet sich so auf dem Fahrzeug ab. Am Fahrzeug habe ich eine tatsächliche Pose, die ich nicht messen kann, aber schätzen möchte. Zusätzlich habe ich Sensor-Inputs. Ist jetzt eine bedingte oder eine unbedingte Wahrscheinlichkeit? Es ist natürlich eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Denn meine Messung, die mir meine IMU beispielsweise ausgehen wird, wenn ich in X-Richtung beschleunige, wird sie mir höchstwahrscheinlich in X-Richtung auch einen positiven Beschleunigungswert ausgeben. Das heißt, ich habe eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Meine Messung hängt vom tatsächlichen Zustand ab, den ich eben nicht messen kann. Da habe ich natürlich, ja, es ist, also mein Sensormesswert bildet mir nicht die tatsächliche Realität ab, sondern ich habe ein gewisses Rauschen dazwischen, ein Offset, eine Kalibrierung, verschiedenste Sachen. Aber die Wahrscheinlichkeit hängt eben zusammen. In Formel ausgedrückt sieht die Bayes Rule so aus, sprich, sie erlaubt uns eben Aufschluss über
die Pose, die wir nicht messen können, die wir schätzen wollen, indem wir tatsächlich nur unsere Sensormesswerte haben. Die Beziehung der Sensormesswerte zur Realität, die müssen wir kennen oder abschätzen, aber die kriegen wir beispielsweise aus dem Sensordatenblatt raus. Und damit können wir eben Rückschlüsse auf die tatsächliche Pose ziehen. Wie findet das Ganze dann Anwendung? Dazu müssen wir jetzt erstmal ein paar Annahmen treffen. Die sind hier dargestellt. Wir haben gewisse Beobachtungen, das nennt sich der Vektor Z. Das sind letztendlich einfach meine Messungen. Also kann eine IMU sein, kann GNSS sein, kann eine Reifenodometrie sein. Außerdem habe ich Control-Daten U. Das ist jetzt beispielsweise meine Gaspedalstellung. Die muss ich nicht nutzen, kann ich aber nutzen, weil die gibt mir natürlich auch Aufschluss darüber, wie sich das Fahrzeug verhalten wird. Wenn ich jetzt aufs Gas steige, dann werde ich beschleunigen. Wenn ich nach links lenke, werde ich wahrscheinlich auch nach links fahren. Dann brauchen wir ein Sensormodell. Wie schaut so ein Sensormodell aus? Naja, beim GNSS weiß ich, da muss ich halt irgendwie die Lat-Long-Grad in Meter umrechnen. Eine IMU muss ich doppelt integrieren, um auf die Position zu bekommen. Eine Reifenodometrie muss ich einfach integrieren, um auf die Position zu kommen. Das sind Sensormodelle. Die sind jeweils natürlich Unsicherheit behaftet. Kommt darauf an, wie gut ist der Sensor, wie stark ist das Rauschen. Außerdem brauchen wir ein Bewegungsmodell. Bewegungsmodell, da können wir verschiedene Annahmen treffen. Wir kommen später nochmal drauf. Beispielsweise können wir sagen, die Geschwindigkeit während eines Zyklus bleibt konstant. Einen initialen Zustand kennen wir erstmal ganz am Anfang nicht. Den müssen wir einfach annehmen. Im Normalfall, wenn ich sage, ich möchte die relative Pose von meinem aktuellen Zustand ausschätzen, dann setze ich die einfach mal auf Null, da ich ja dann immer die Relation habe. Was ist jetzt der Clou an der Sache? Wir haben genau hier wieder, wie es vorher die Bayes Rule gezeigt hat, den Systemzustand X. Den können wir nicht beobachten, aber eben schätzen über die einzelnen Sensoren und über die Modelle, die wir gebaut haben. Wir müssen ein paar Annahmen noch treffen. Die sind hier dargestellt. Ja, ist an dieser Stelle nicht relevant. Wie sieht das Ganze dann im zeitlichen Verlauf aus? Im zeitlichen Verlauf T habe ich ein Fahrzeug und ich bekomme in jedem Zeitschritt Sensormessungen Z und meine Control-Signale U. Und daraus versuche ich dann eben Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen und im nächsten Zeitschritt validiere ich das dann wieder. Ich sage, ich schätze mal, ich bin hier und dann validiere ich das wieder mit meinen Messungen, die im nächsten Zeitschritt reinkommen. Wir gehen es Schritt für Schritt durch. Wir haben ein Fahrzeug in komplett unbekanntem Zustand. Wir möchten hier jetzt beispielsweise mal die Position in X-Richtung in einem eindimensionalen System schätzen. Was haben wir am Anfang? Naja, wir müssen irgendwie einen Initial Guess annehmen. Initial Guess, wir sagen einfach mal, wir sind bei der Position 0, da wir ja nur in die Zukunft schauen möchten, wie weit wir gefahren sind. Und wir haben eine gewisse Verteilung am Anfang. Wie groß die Verteilung ist, das können wir tunen im Filter, je nachdem, welche Anforderungen wir haben, welche Ergebnisse wir auch erzielen möchten damit. Im ersten Schritt haben wir jetzt eine Motion Prediction, eine Prädiktion. Wir schauen also, was denken wir, wie wird sich das System verhalten. Da können wir jetzt beispielsweise mal über so ein Punktmassenmodell, die Gleichungen, glaube ich, dürfte jeder kennen inzwischen, können wir dann eben schätzen, wie gesagt, hier können wir sagen, wir nehmen die Beschleunigung konstant an, wir nehmen die Geschwindigkeit konstant an und mit dieser Information schauen wir dann, wie wird sich denn das System weiter fortbewegen. Dabei haben wir natürlich wieder eine Unsicherheit. Was ist die Unsicherheit in dem Fall? Naja, zum einen wissen wir nicht, was der Fahrer in der Zwischenzeit macht. Vielleicht steigt er auf die Bremse. Vielleicht gibt's Wind. Vielleicht ist das Streckenprofil nicht ganz eben, sondern es geht leicht bergauf oder bergab. Das hat natürlich Einfluss auf unser Systemverhalten. Sprich, wir bringen zusätzliche Unsicherheit rein. Was kommt hier ins Spiel? Wie vorher gesehen, eine Motion Prediction ist eine Addition von den beiden Verteilungen. Wir erhöhen die Gesamtunsicherheit im System. So, jetzt haben wir eine neue Zustandsschätzung.
die wir bisher noch ohne jegliche Sensordaten getroffen haben. Wir kennen nur unser System, beziehungsweise wir haben unser System abgebildet über ein Modell. Wir haben mit diesem Modell eine Prädiktion getroffen und damit dann den neuen Zustand abgeschätzt. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt kommt das Sensormodell oder Measurement-Modell ins Spiel. Wir bekommen jetzt im nächsten Zeitschritt eine neue Sensormessung. Was ist das? Ja, beispielsweise eine IMU-Messung, die eben über mein Sensormodell, das wir ja vorab aufgestellt haben, verrechnet wird mit meinem geschätzten Zustand. Das heißt, das Sensormodell gibt mir irgendwie Informationen, wie sich meine Sensoren zu meinem Zustand verhalten. Das ist beispielsweise eben die doppelte Integration der IMU, um auf eine Position zu kommen. Und jetzt haben wir hier das Measurement Update. Measurement Update ist eben wieder die Multiplikation, die Kombination der beiden Verteilungen. Warum brauchen wir jetzt hier wieder diese Unsicherheit? Ja, hier haben wir jetzt ein Measurement Noise. Das Measurement Noise kommt aus dem Sensor, kann eine Kalibrierung sein. Es ist ein grundsätzliches weißes Rauschen, das drauf liegt. Jeder Sensor hat eine gewisse Auflösung. Das spielt da alles mit rein, muss ich alles abbilden. Auch das ist ein Parameter, den ich selbst wählen kann. Ich kann sagen, wenn ich einem Sensor denke, der hat eine geringere Unsicherheit, kann ich den Filter entsprechend anpassen. Was passiert mit der Unsicherheit? Ja, die Unsicherheit wird in diesem Schritt, wir haben es ja eingangs schon gesehen, wieder deutlich kleiner. Im Gesamtzyklus sieht es dann so aus. Wir haben unsere zwei Verteilungen, die zusätzlich dazukommen. Hier haben wir zwei Unsicherheiten, die wir reinbringen. Die werden später noch wichtig, wenn wir dann an die praktische Umsetzung von so einem Kalman-Filter gehen. Wir werden uns in der Übung genau dieses Beispiel mal anschauen, wie man da rangehen kann, wie man solche Sachen aufstellen kann. Zum einen haben wir eine Prozessunsicherheit, die eben durch mein System ist. Also ich kann nur schätzen, wie wird sich mein System verhalten, über gewisse Annahmen, die ich natürlich treffen muss. Ich kann niemals das komplette Modell abbilden. Und zum anderen, über meine Sensoren habe ich eine gewisse Validierung meines Systems in jedem einzelnen Schritt. Und damit schätze ich dann, wie sich denn über die Zeit der Zustand, den ich schätzen möchte, verhält. So, jetzt bin ich am Ende angelangt. Natürlich möchte ich das ganze Prozedere jetzt nicht nur für einen Schritt machen, sondern über Zeit fortlaufen. Also egal wie weit ich fahre, möchte ich, dass mein Filter immer mitläuft und mir zusätzliche Informationen gibt. Sprich, ich nehme einfach aus dem vorherigen Zyklus meinen Optimal State Estimate und gebe den als neuen Initial State in den nächsten Zyklus rein. Und dann passiert das Gleiche eben von vorne wieder und so weiter. Im Optimalfall verringern sich natürlich über die Zeit am Anfang meine Unsicherheiten, da der Filter quasi das System kennenlernen und zur Laufzeit schätzen kann, welchem Sensor er mehr und weniger vertraut, eben über diese Unsicherheiten, die in jedem Zeitschritt verrechnet werden und dann immer die Sensormessungen nochmal validiert und verglichen mit der Prädiktion. Das lässt dem Filter eben gewisse Rückschlüsse zu über diese Bayes Rule. Welche Sensoren liefern denn Werte, die sehr nah an der Realität sind und wie gut ist unser System, unser Modell? Okay, also die Frage war, ob die Messungen alle von einem Sensor kommen oder ob die schon fusioniert von mehreren Sensoren sind. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wofür der Kalman-Filter häufig verwendet wird, zur Sensor-Fusion. Also der Kalman-Filter erlaubt es mir auch, mehrere Sensoren zu integrieren. Dann habe ich, wir werden letztendlich, wenn wir genau das in der Übung mal machen, Kalman-Filter implementieren, der ein GNSS-Signal mit einer IMU fusioniert. Ich habe eine Messmatrix und die Messmatrix sagt mir eben, welche Messwerte ich reinkriege und wie die in Abhängigkeit zu meinem Zustand stehen. Das ist ja eben das. Das ist bei einer IMU beispielsweise die doppelte Integration. Das ist beim GNSS, das mit Direktposition misst, einfach eine 1 in der Messmatrix. Wenn ich jetzt sage, was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, wenn ich jetzt sage, ich habe eine IMU, die sehr hochfrequent reinkommt und ich möchte damit vielleicht mein GPS-Signal interpolieren, dann kann ich das auch machen. Dann setze ich einfach die Messmatrix in den Schritten, in denen keine neue GNSS-Messung reinkommt, auf 0.
Er wird einfach nicht beachtet und ich bekomme nur das IMU-Update. Und dann bekomme ich eben alle 10 Hertz beispielsweise ein neues GNSS-Update. Und das erlaubt mir genau die Sensor Fusion. Beantwortet das die Frage? Okay, wie sehen solche Bewegungsmodelle aus? Im Normalfall oder im häufigen Fall geht man auf ein Punktmassenmodell. Das Punktmassenmodell ist letztendlich genau das, wie wir uns jetzt angeschaut haben, wie ich eben die Zusammenhänge zwischen Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung herstellen kann. Abhängig von meinem Setup kann ich jetzt Annahmen treffen. Ich kann davon ausgehen, dass in jedem einzelnen Schritt die Geschwindigkeit konstant bleibt. Ich kann davon ausgehen, wenn ich jetzt Beschleunigungssignale habe, dass die Beschleunigung konstant bleibt, dass die Drehrate konstant bleibt. Ich muss eben gewisse Annahmen treffen, die mir eben sagen, wie dann meine Systemmatrix aussieht. Ich kann das Ganze natürlich auch beliebig noch weiter treiben. Ich kann ein Einspurmodell verwenden, ein Ackermann-Modell oder auch ein Zweispurmodell. Ich muss halt immer im Hinterkopf behalten, zum einen, wie hoch ist der Implementierungsaufwand, wie kompliziert ist es, sowas umzusetzen, und zum anderen, wie sieht es mit der Rechenzeit aus. Das Ganze ist dann auch kritisch, vor allem, wenn ich dann ja in den nichtlinearen Bereich reinkomme. Wir werden später nochmal ganz kurz sehen, dann muss ich ja die Ableitungen bilden, um eben zu linearisieren, und dann wird's sehr schnell, sehr kritisch mit der Rechenzeit. Wie sehen diese Sensormodelle, Measurement-Modelle aus? Ja, wir haben es jetzt oft genug gehört. Ich kann eben verschiedene Sensoren entsprechend auf meinen Zustand mappen. Und ich muss halt immer meine Unsicherheit der Messung im Hinterkopf behalten. Woher bekomme ich jetzt darüber Informationen? Beispielsweise aus dem Datenblatt, beispielsweise indem ich selbst Messungen mache, beispielsweise indem ich schon Informationen mit dem Sensor habe. Wenn ich keine Informationen habe, gebe ich im Normalfall, gehe ich mal lieber von zu viel Unsicherheit aus als von zu wenig. Genau, wir haben jetzt vorher die Formeln gesehen. Der allereinfachste Fall eines Kalman-Filters ist hier mal dargestellt. Ich habe einfach letztendlich nur einen Update-Step und einen Predict-Step, die jeweils mit 2 Zeilen Code implementiert werden. Was hier passiert, sind einfach die Formeln, die wir ganz am Anfang schon hatten, wie wir Gauss-Verteilungen multiplizieren und addieren können. So, jetzt sind wir hierbei immer von einem eindimensionalen Zustand ausgegangen. Wir sagen, wir haben nur eine Verteilung, eine Unsicherheit. Im Normalfall sind wir allerdings im höherdimensionalen Zustand unterwegs. Sprich, wir haben, unser Zustand ist nicht nur x, sondern vielleicht xy, xy psi, xy, xy Punkt, xy 2 Punkt, je nachdem, welches System ich habe, welche Sensoren ich habe. Das Prinzip bleibt genau das gleiche. Ich muss allerdings mit Matrizen rechnen. Auch das sieht jetzt erstmal komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Wichtig an der Stelle ist mal, dass man im Hinterkopf behält, was so das Grundprinzip des Kalman-Filters ist. Wofür brauche ich den? Wo findet der Anwendung? Wofür ist er geeignet? Und das zu implementieren, das kriegt man dann schon hin. Wie gesagt, wir kommen in der Übung nochmal drauf. Wir werden uns das anschauen, mal so eine Sensor Fusion, wie man die durch einen Kalman-Filter realisieren kann. Es ist, das Funktionsprinzip ist immer genau das Gleiche. Ich meine, was man hier sieht, ist ja letztendlich genau das Gleiche wie vorher. Ich habe meinen neuen Zustand, den ich schätze, und die Unsicherheit dazu. Letztendlich genau das Gleiche wie hier. Und in der Correction ist es auch letztendlich genau das Gleiche. Ich habe meine Update einmal für meinen Zustand und einmal für die Unsicherheit. Das Einzige, was zusätzlich noch dazukommt, ist der Kalman-Gain. Werden wir uns später nochmal anschauen, soll man an der Stelle vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Ist jetzt allerdings nicht unbedingt wichtig, um das Funktionsprinzip zu verstehen. Hier ist einfach nochmal eine grafische Darstellung, wie der ganze Filter als Zyklus arbeitet. Ich habe eine initiale Schätzung, die eben am Anfang ich definieren kann oder später der letzte Zustand ist, den ich geschätzt habe aus meinem vorherigen Zyklusdurchgang. Von dem gehe ich aus. Dann habe ich eine Prädiktion. Ich habe meinen neuen prädizierten Zustand. Nimm die Sensormessungen, die neu reinkommen,
mache ein Update und gebe dann meinen neuen geschätzten Zustand wieder raus. So, jetzt haben wir schon gesehen, wenn wir jetzt in den höherdimensionalen Raum gehen, müssen wir mit Matrizen rechnen. Wir gehen jetzt allerdings immer noch davon aus, dass es linear ist. Viele Systeme, gerade wenn ich eine Pose schätzen will, dann bin ich nicht mehr linear. Was nutze ich dann? Ja, die einfachste Möglichkeit ist ja immer, wenn ich ein nichtlineares System in ein lineares machen will, dass ich es linearisiere. Genau das passiert letztendlich im Extended Kalman-Filter. Wir werden uns in der nächsten Vorlesung den dann nochmal ein bisschen genauer anschauen, wie diese Linearisierung anschaut. Letztendlich ist es einfach, wie wenn ich eine Tangente an einen Graphen anlege und ihn dadurch um einen gewissen Punkt linearisiere. Eine andere Möglichkeit ist der Unscented Kalman-Filter. Der Unscented Kalman-Filter basiert dann nicht auf einer Linearisierung, sondern er hat quasi einzelne Punkte, die er berechnet. Ist auch eine Möglichkeit, was dann für die jeweilige Anwendung besser geeignet ist. Wir haben am Anschluss noch mal eine kurze Übersicht. Kann man sich mal anschauen. Genau. Wenn die Verteilung jetzt nicht gaussverteilt ist. Wir haben jetzt gesagt, ja, Sensormessungen sind so ungefähr gaussverteilt. Manchmal ist es aber vielleicht nicht so. Manchmal habe ich vielleicht einen systematischen Fehler drin. Wie kann ich den handeln? Dann gehe ich eher in Richtung Partikelfilter. Partikelfilter werden wir auch nächste Woche nochmal sehen, weil der gerade, wenn wir dann eine Karte haben und uns innerhalb derer lokalisieren wollen, extrem wichtig ist und dass er häufig zum Einsatz kommt. Hierbei berechne ich viele einzelne Partikel, von denen ich davon ausgehe, dass jeder einzelne keine Unsicherheit hat. Wie ich diese Partikel aber in meinem Raum platziere, das mache ich mit der Wahrscheinlichkeit von meinem letzten Durchgang. Und dadurch bilde ich diese Wahrscheinlichkeitsverteilung über viele einzelne Partikel ab. Nachteil, ich muss natürlich jeden Partikel einzeln berechnen. Die Rechenzeit wird entsprechend höher. Außerdem, wir haben es vorher schon angeschnitten, meine Modelle kann ich auch beliebig skalieren. Meistens reicht mir ein Punktmassenmodell aus. Manchmal möchte ich vielleicht mehr Informationen reinbringen oder eine noch genauere Zustandsschätzung. Und dann kann ich auch eine Ackermann-Odometrie gehen, auf ein Ein-Zweispur-Modell, mehr Sensoren mit reinnehmen. Je nachdem, da gibt es eigentlich unbegrenzt Möglichkeiten. Ja, hier haben wir jetzt letztendlich nochmal die Übersicht, was es so an Filter gibt, wofür ich die verwende. Was wir uns jetzt angeschaut haben, ist mal der einfachste Fall. Ich habe ein lineares System und ich bin Gauss verteilt. Dann reicht mir der Kalman-Filter, wie wir es gesehen haben. Heißt, ich muss keine Linearisierung machen, ich gehe davon aus, alles ist Gauss verteilt. Rechenaufwand ist natürlich entsprechend relativ gering. Wenn ich das Ganze linearisiere, dann gehe ich davon aus, dass das System lokal linear ist. Wann funktioniert das natürlich nicht so gut? Wenn ich extrem starke Nichtlinearitäten habe, dann wird es natürlich schwierig, denn dann wird mein Fehler sehr, sehr groß. Wenn die Nichtlinearität relativ schwach ist, wie es tatsächlich meistens ist, dann komme ich mit dem Extended Kalman-Filter schon sehr gut hin. Der Extended Kalman-Filter ist tatsächlich auch das, was in Anwendung am häufigsten verwendet wird, eben weil er relativ gut parametrierbar ist und auch vom Rechenaufwand her, entsprechend von der Linearisierung, die über die Jacobi-Matrizen passiert, im Normalfall auch überschaubar bleibt. Wenn ich jetzt ein komplett nicht lineares System habe, mein Extended Kalman-Filter mir vielleicht nicht mehr genügt von der Güte her, dann gehe ich eher auf einen Unscented Kalman-Filter. Hier wird der Rechenaufwand ein bisschen größer, kommt natürlich auch immer auf die Anwendung an, wie genau die Umsetzung aussieht. Und wenn ich dann sowohl ein nichtlineares System habe, als auch nicht gaussverteilte Signale, dann muss ich auf den Partikelfilter gehen. Wer jetzt sagt, ihn fasziniert das Thema wahnsinnig, er möchte sich dann noch mehr einlesen, den kann ich auf jeden Fall die Vorlesung der Uni Freiburg ans Herz legen. Die befassen sich über mehrere Vorlesungen tatsächlich nur mit diesen Themen. Das heißt, wer da mal tiefer einsteigen möchte, auch in die Mathematik, die dahinter steckt, kann man einfach mal einen Blick drauf werfen, ist alles frei verfügbar im Internet. So, jetzt haben wir einfach mal ein Beispiel hier, wie könnte sowas denn dann aussehen? Es war jetzt alles relativ theoretisch, die Wahrscheinlichkeiten, aber wozu brauche ich das? Wie setze ich das in Realität denn um? Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben eine IMU, die ist sehr hochfrequent.
relativ stark verrauscht. Und wenn ich die integriere über Zeit, na, dann integriere ich natürlich auch den Fehler, weil ich eben keine globale Referenz habe, sondern nur lauter einzelne Messungen, die immer nur relativ sind zu meinem vorherigen Zustand. Außerdem habe ich vielleicht eine Reifendrehzahlsensorik. Die verhält sich relativ ähnlich. Auch die gibt mir im Normalfall sehr hochfrequente Signale aus. Auch hier integriert sich allerdings der Sensor. Wenn meine Reifen mal durchdrehen oder blockieren, stimmt es natürlich nicht mehr ganz überein. Außerdem kenne ich den Reifenradius vielleicht nicht ganz exakt. Der ist wiederum abhängig vom Luftdruck. Und dadurch habe ich diesen Error Windup, den ich natürlich, wenn ich mich langfristig lokalisieren möchte, irgendwie verhindern muss. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir auch genau in dieses Thema Sensor Fusion rein, auf der anderen Seite habe ich vielleicht noch einen GNSS-Sensor. Der gibt mir eine globale Position. Hier gibt es keinen Drift, da ich eben nicht meine Position in Relation zum vorherigen Zustand messe, sondern in Relation zu Satelliten. Allerdings habe ich hier eine deutlich geringere Frequenz. Ich glaube, das GNSS-Signal beschränkt sogar auf maximal 20 Hertz, im Normalfall sind es 10 Hertz. Das reicht eben für viele Anwendungen nicht mehr auf, gerade wenn die Geschwindigkeiten ein bisschen höher werden. Außerdem ist das GNSS-Signal in Realität häufig stark verrauscht. Man kennt es vielleicht, wenn man navigiert mit seinem Navigationssystem, dann denkt er oft mal noch hunderte von Metern, dass man auf der anderen Fahrspur ist oder dass man rechts abgebogen sei. Das heißt, die Güte vom GNSS reicht mir nicht, um hier vollautonom fahren zu können. Schauen wir es uns mal in Anwendung an. Wir haben jetzt eine Runde hier um den Campus gedreht mit unserem mit Sensoren ausgestatteten Fahrzeug. Das hier ist die Ground Truth Position. Also so sind wir tatsächlich gefahren. Start und Endpunkt, ich weiß nicht, ob man es erkennt, liegen quasi übereinander. Im ersten Schritt nehmen wir jetzt einfach mal nur die IMU. Die integrieren wir auf, vielleicht filtern wir sie noch. Was wird passieren? Ja, das Signal wird relativ schnell komplett woanders sein, als wir tatsächlich waren. Ist ja klar, wir haben es gesehen, ein IMU-Signal rauscht relativ stark. Und wir integrieren die ganzen Fehler natürlich auf. Das heißt, reine IMU-Integration reicht uns vielleicht, um GNSS-Signal zwischen zu interpolieren, wenn ich im Bereich von 100 Millisekunden oder weniger bin. Wenn ich hier allerdings über mehrere Sekunden oder Minuten, vielleicht sogar noch mehr unterwegs bin, dann integriert sich der Fehler, dann ist die Positionsschätzung dadurch unbrauchbar. Im nächsten Schritt gehen wir jetzt mal davon aus, okay, wir haben jetzt diese IMU, die lässt uns Rückschlüsse zu, wie dreht sich das Fahrzeug. Zusätzlich haben wir Raddrehzahlsensoren. Die Raddrehzahlsensoren bieten uns schon relativ viele Informationen darüber, wie sich das Fahrzeug in longitudinaler Richtung verhält. Wie gesagt, es ist natürlich trotzdem immer unsicherheitsbehaftet. Wie viel Luftdruck ist drin, hängt wiederum auch von der Temperatur ab. Wie sehr drücke ich aufs Gas, drehen meine Reifen durch, blockieren meine Reifen mal. Das sind natürlich alles Sachen, die ein Raddrehzahlsensor nicht mitbekommt. Man sieht es allerdings, dass das Signal doch schon deutlich, deutlich besser ist als eine reine IMU-Integration. Was sieht man aber auch? Der Fehler integriert sich immer noch über Zeit auf. Das heißt, hier bin ich in einem Bereich, das ist vielleicht für mein eigenes Tracking für mehrere Sekunden soweit ganz in Ordnung, um einen Fehler von 20, 30 Zentimeter zu haben, je nachdem, welche Sensoren ich habe, wie gut mein Filter getuned ist. Irgendwo in dem Bereich bin ich unterwegs. Das heißt, so ein Kalman-Filter ohne die globale Referenz eignet sich für so ein Tracking-Anwendungen ganz gut. Oder eben auch, wenn ich selbst mal mehrere Sekunden keine Referenz bekomme, um trotzdem die Positionsschätzung, die Zustandsschätzung aufrechtzuerhalten. Ja, man merkt es aber immer wieder, es ist irgendwie so dieser Fehler, der sich über Zeit aufintegriert, den ich loswerden möchte. Was brauche ich dazu? Irgendeine Referenz. Die Referenz kann jetzt beispielsweise das GNSS sein. Das GNSS driftet nicht über Zeit und mein Filter schätzt den Zustand und bekommt dann immer mal wieder eine GNSS-Messung rein, von der ich natürlich die Unsicherheit kenne. Wenn ich davon ausgehe, dass das Signal sehr gut ist,
werde ich die Unsicherheit kleiner schätzen. Und dadurch habe ich diesen Sensor Drift beziehungsweise diesen Zustandsdrift vermieden und meine Position bleibt relativ konstant. Was sind jetzt hierbei die Nachteile? Na, zum einen, wir wollen ja ins Level 5 autonome Fahren rein. Das heißt, da müssen wir auch im Tunnel funktionieren, da müssen wir auch in den Häuserschluchten von Los Angeles funktionieren. Wir können nicht sagen, wir verlassen uns einfach auf GNSS und das passt schon. Genau. Sprich, wir brauchen irgendwie eine andere Möglichkeit, um diese Referenz zur Umgebung zu schaffen, ohne GNSS. Wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, hier ist der Beweis. Wir sollten uns nicht rein auf GNSS verlassen, sondern lieber unsere eigene Lokalisierung aufbauen. Genau. Im nächsten Kapitel möchten wir jetzt den Schritt machen, genau wie wir es eigentlich gesehen haben. Wir haben jetzt kein GNSS und wir möchten aber trotzdem eine Referenz der Position haben. Wie können wir das umsetzen? Vor allem auch mit den Tools, die wir jetzt gesehen haben, die uns zur Verfügung stehen. Dieses Kapitel ist letztendlich die Grundlage, auf der wir dann nächste Woche aufbauen, wenn wir dann ein bisschen mehr in die Thematik einsteigen, wie denn unsere Sensoren die Relation zur Umgebung herstellen können. So, das ist unser Beispiel-Setup, von dem wir jetzt erstmal ausgehen. Hierbei gehen wir jetzt mal davon aus, wir kennen die Umgebung. Was ist die Umgebung in dem Fall? Ja, die Umgebung sieht jetzt mal relativ einfach aus. Ich bin immer noch im Eindimensionalen unterwegs. Meine Umgebung sind nur drei Bäume, die so verteilt sind, wie man es hier sieht. Ich habe gewisse Informationen über die Ego-Bewegung. Sprich, mit Unsicherheit kann ich sagen, wie sich mein Fahrzeug bewegen wird, wie wir es vorher gesehen haben. Der Prädiktionsschritt im Filter. Und ich kann meine Umgebung wahrnehmen. In dem Fall gehen wir jetzt mal einfach davon aus, unser Fahrzeug hat einen Baumsensor verteilt, der uns sagt, Baum oder kein Baum. Und das Ganze mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit natürlich macht. Das heißt, manchmal hat er auch Fehldetektionen, beziehungsweise manchmal steht er neben einem Baum, aber er kennt den nicht. Wir sehen es auch hier, müssen wir irgendwie wieder mit diesen Unsicherheiten rechnen. Ganz am Anfang befindet sich unser Fahrzeug irgendwo innerhalb dieser Karte. Wir haben noch keine Messung bekommen. Wir sind noch nicht gefahren. Wir haben letztlich keine Informationen. Wie sieht also die Verteilung aus? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich verteilt über die gesamte Karte, da ich schlichtweg keine Informationen habe. Ich habe noch keine Informationen, wie ich mich bewegt habe. Und ich habe auch noch keine einzige Messung von meiner Umgebung. Weder Baum noch kein Baum. So, im nächsten Schritt kommen jetzt das erste Mal Sensordaten an. Die Sensordaten sagen mir, okay, wir stehen neben einem Baum. Wie wird sich also die Wahrscheinlichkeitsverteilung anpassen? Naja, wir sind noch nicht gefahren. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit neben einem Baum stehen, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit irgendwo dazwischen und unser Sensor hat uns einen Fehler ausgegeben. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung passt sich so an. Neben welchem Baum wir stehen, das können wir noch nicht sagen. Das ist gleich verteilt. Jetzt gehen wir in den Prädiktionsschritt rein. Und der Prädiktionsschritt erhöht erstmal unsere Unsicherheiten. Wie wir sehen, die Verteilungen werden breiter, die Varianz und die Standardabweichung werden größer. Wie verändern sich die Mittelwerte? Na, die Mittelwerte verschieben sich in X-Richtung weiter, um genau den Wert, den meine Motion Prediction mir eben sagt, dass ich gefahren bin. Ich habe jetzt in dem Schritt keine Information darüber, ob ich mich neben einem Baum befinde oder nicht. Ich habe nur erstmal den Zustand von vorher plus die neue Bewegungsschätzung. Was passiert jetzt im nächsten Schritt? Es kommt wieder eine Messung rein und die Messung sagt mir wieder, okay, ich stehe neben einem Baum. Wie passen sich unsere Verteilungen an?
Naja, wenn wir mal zurückblicken, wir haben erst einen Baum gemessen, dann sind wir um diese Distanz geschätzt gefahren und jetzt stehen wir wieder neben einem Baum. Der einzige Ort in dieser Karte, wenn wir mal alle Unsicherheiten ausblenden, an dem wir sein können, ist neben dem mittleren Baum. Wenn wir die Unsicherheiten wieder einblenden, ist es natürlich nicht ganz so einfach, da unsere Messungen falsch sein können, unsere Motion Prediction kann falsch sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir woanders stehen, ist natürlich trotzdem noch gegeben. Dass wir neben einem anderen Baum stehen, ist in dem Fall noch wahrscheinlicher, als dass wir irgendwo dazwischen stehen, eben weil unser Sensor uns diese Messung in dem Moment ausgibt. Hier jetzt nochmal ganz kurz, wie würde die Implementierung durch einen Partikelfilter aussehen? Durch einen Partikelfilter gehe ich jetzt nicht davon aus, ich habe eine Verteilung, die mir meine gesamte Karte abbildet, sondern ich habe einfach n Partikel, beispielsweise 100 oder 1000, je nachdem, wie viel Rechenzeit ich zur Verfügung habe, welche Genauigkeit ich benötige, und die verteile ich. Am Anfang habe ich keine Information, ich verteile alle Partikel gleich über den gesamten Raum. Wenn ich sage, okay, es ist jetzt wahrscheinlicher, dass ich neben einem Baum bin, aber sicher wissen tue ich es auch nicht, na, dann platziere ich mehr Partikel in die Nähe eines Baums. Und jeder einzelne Partikel wird allerdings so behandelt, als gäbe es keine Unsicherheit. Die Unsicherheit wird schlichtweg über die Anzahl der Partikel abgebildet. Es erfolgt dann nach jedem Schritt eben ein Resampling. Wie genau das im Detail funktioniert, auch da kommen wir nochmal nächste Woche drauf. Hier war es eben mal wichtig zu sehen, weil wir am Anfang sehr viel über State Estimation, über Sensor Fusion gesprochen haben. Wie schließt sich denn die Lücke zur Lokalisierung und Mapping? Warum brauche ich diese Themen denn überhaupt? Warum ist Wahrscheinlichkeitsrechnung wichtig? Und hier sehen wir, dass es eben auch dann wichtig ist, wenn ich diese Referenz zu meiner Umgebung habe, wenn ich wissen möchte, wo ich mich innerhalb einer Karte befinde. Wenn wir schon darüber sprechen, wie es weitergeht, hier nochmal ganz kurz eine Definition. Als Odometrie zunächst bezeichnet man eigentlich immer so die Fortbewegung des Fahrzeugs. Das kann sein, indem ich IMU und Reifen, Drehzahlsensoren miteinander fusioniere, kann allerdings auch aus Kamerabildern sein. Der Unterschied zum SLAM, den wir uns nächste Woche genauer anschauen werden, ist der, dass mir das SLAM in einem Schritt auch noch die Umgebung beschreibt. Warum wir das benötigen, das kommt alles nächste Woche. Okay, ist wieder da. Was ist jetzt noch wichtig? Womöglich reicht es mir ja in vielen Situationen, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt ja eigentlich gar keine Karte. Ich möchte mich einfach nur in Relation zu gewissen Sachen lokalisieren können. Was ist ein einfacher Anwendungsfall? Ja, so ein Spurhalteassistent, Autobahnpilot, man kennt es, dabei wird keine komplette Karte der Umgebung erstellt in jedem Zeitschritt, sondern ich gehe einfach davon aus, okay, wenn rechts und links eine weiße Spur ist oder eine weiße Linie, dann ist das meine Fahrspur und ich schaue dann eben, wie weit ist der Vordermann von mir weg und versuche beispielsweise den Abstand konstant zu halten. Auch das ist letztendlich irgendwie eine Lokalisierung. Ich versuche einfach meine Spur zu halten. Was um mich außen rum ist, ist mir in dem Moment allerdings vielleicht egal. Kritisch wird es dann wiederum natürlich, wenn wir noch weiter in die Zukunft blicken. Wir wollen ja in Richtung Level 5 gehen. Und in Level 5 ist es eben nicht so einfach, dass ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf meine Fahrspur, sondern natürlich hat es auch einen Einfluss, was passiert denn darüber hinaus? Was ist denn eigentlich um mich herum? In welcher Umgebung befinde ich mich? Denn auf diese Informationen gehen ja letztendlich auch mit ein in meine Trajektorienplanung, Regelung, Situationsbewertung. Genau, um hier jetzt die Lücke zu schließen zwischen wir lokalisieren uns und der Umgebung, innerhalb derer wir uns befinden, da brauchen wir irgendwelche Möglichkeiten, unsere Umgebung abzubilden, darzustellen. Um darauf eben zum einen den Pfad zu planen, zum anderen aber auch uns innerhalb dieser Umgebung lokalisieren zu können. Im Folgenden geht es dann darum, wie können solche Map Representations, Kartendarstellungen aussehen?
wofür verwende ich welche, wie werden die erstellt, wie finden sie Anwendung und was ist eigentlich so der aktuelle Stand der Technik. Genau, wir haben uns jetzt angeschaut den Kalman-Filter. Der Kalman-Filter sagt uns, wie wir unseren Zustand schätzen. Wo wir hin möchten, das ist diese Lokalisierung. Die Lokalisierung sagt uns dann nicht nur, wie wir selbst uns verändert haben im Raum, sondern wo wir uns befinden, abhängig von der Umgebung. Dann haben wir eben keine reine Zustandsschätzung mehr, sondern tatsächlich eine Lokalisierung. Das Problem ist eben genau das, wie stellen wir jetzt die Umgebung dar? Wir müssen ja irgendwie, müssen wir aufnehmen, wie die Umgebung aussieht, wo Hindernisse sind, wo vielleicht der fahrbare Weg ist, wo ich hinfahren kann und wo ich mich da auch befinde. Wie können solche Kartendarstellungen ausschauen? Jeder sieht täglich verschiedene Kartendarstellungen. Grundsätzlich lässt sich das unterscheiden in zwei verschiedene Arten. Kartendarstellungen können entweder topologisch oder metrisch sein, beziehungsweise volumetrisch. Was ist jetzt der Unterschied? Na, was hier übereinander liegt, ist einmal die U-Bahn-Karte von München und der Google Maps-Auszug von München. Was sieht man, wenn man sich das anpasst, wenn man sich das übereinander gelagert anschaut? Na, es passt nicht so wirklich. Also ich bin relativ sicher, dass wir uns nicht hier befinden. Warum ist das so? Naja, beide Karten möchten verschiedene Informationen transportieren. Wenn ich U-Bahn fahre, dann ist es mir vielleicht egal, ob zwischen zwei U-Bahn-Stationen jetzt 2 Kilometer oder 3 Kilometer liegen. Mir geht es letztendlich darum, ich fahre erst 5 Stationen in die Richtung, dann steige ich um in die rote Linie und fahre 6 Stationen weiter und dann bin ich am Ziel. Wenn ich jetzt aber zu Fuß mir was zu essen holen möchte, dann spielt vielleicht doch ein Unterschied, ob es jetzt 2 Kilometer oder 6 Kilometer sind. Das heißt, verschiedene Anwendungen brauchen verschiedene Karten. Das ist bei uns Menschen so, das ist im autonomen Fahren letztendlich nicht anders. Es ist genau dieselbe Thematik. So, zur Verdeutlichung, wie solche Kartenrepräsentationen jetzt ausschauen können, habe ich mir einfach mal ein Beispiel-Setup überlegt und versucht, es möglichst einfach zu verdeutlichen. Und wir sehen dann jeweils auch immer Beispiele, wie sowas in Realität aussehen kann. Unsere Szenerie sieht so aus. Wir haben eine Straße, auf der wir uns befinden. Da ist eine Ampel, es gibt Häuser, es gibt parkende Fahrzeuge und es gibt Bäume. Das ist unsere Umgebung. Mit der Karte versuchen wir jetzt, unsere Umgebung darzustellen und nutzbar zu machen, die Informationen. So, wir haben eine gewisse Sensorabdeckung, wo wir jetzt mal ausgehen, okay, das nach vorne ist der Sensor, mit dem wir die Karte erstellen möchten. Zunächst mal ist es uns egal, ob das jetzt ein LiDAR-Sensor ist, ein Kamerasensor, ein Radarsensor. Das kommt eben dann darauf an, welche Karte wir uns genau anschauen möchten. Eine Anwendung, die relativ häufig verwendet wird, ist die sogenannte Occupancy Grid Map. Was ist die Grundidee der Occupancy Grid Map? Die Grundidee ist, ich diskretisiere meine Umgebung in lauter einzelne Quadrate und in jedem einzelnen Quadrat, dann schaue ich, ist da ein Hindernis oder ist da kein Hindernis? Wie kann das funktionieren? Naja, ich muss letztendlich irgendwo, es ist ja eine 2D-Visualisierung der Umgebung, ich muss letztendlich irgendwo einen Schnitt machen und sagen, okay, das ist die Höhe, auf der ich jetzt sage, Hindernis oder kein Hindernis. Jede einzelne Zelle kann dann verschiedene Zustände haben. Und ich sage eben entweder besetzt, frei oder wenn sie verdeckt ist, wenn ich sie noch gar nicht gesehen habe, dann habe ich eben noch keine Information darüber. Man sieht es hier, hier steht beispielsweise ein Haus. Der Sensor wird sagen, beziehungsweise die Karte, die wir aus den Sensoren erstellen, wird uns sagen, okay, hier ist verdeckt. Was dahinter ist, das wissen wir nicht. Hier haben wir keine Information darüber. Da müssten wir jetzt beispielsweise, wenn wir weiterfahren, sehen wir vielleicht, was dahinter ist. Oder wenn wir von vorne kommen, würden wir es vorher schon sehen. In dem Moment wissen wir es allerdings nicht. Wie sieht das Ganze jetzt in der praktischen Umsetzung aus? Vielleicht erkennt Sie jemand. Dafür haben wir mal unsere Versuchshalle am Lehrstuhl
vermessen mit einem 2D-LiDAR-Sensor und eine Occupancy Grid Map erstellt. Hier darf man sich jetzt nicht verwirren lassen, beziehungsweise ich glaube, man erkennt es glücklicherweise eh nicht. Das Gitter, das hier in dieser Karte dargestellt wird, entspricht nicht der Diskretisierung. Die Diskretisierung hier ist, ja, sind letztendlich die einzelnen Pixel dieses Bilds, heißt, sieht man jetzt nicht so. Wie erstelle ich so eine Karte? Naja, es ist eine 2D-Karte, das heißt, im besten Fall habe ich auch einen 2D-Sensor, den bekomme ich vergleichsweise günstig, so ein 2D-LiDAR. Was macht der? Der macht letztendlich auf einer gewissen Höhe einen Schnitt durch die Umgebung und sagt mir zu jedem Zeitpunkt, wo ist ein Hindernis, wo ist kein Hindernis und wie weit entfernt befinden sich diese Hindernisse. Zusätzlich habe ich dann noch die Information, wie hat sich denn das Fahrzeug bewegt, eben beispielsweise aus dem Kalman-Filter, wie wir ihn ja vorher gesehen haben. Und wenn ich diese Informationen dann kombiniere, dann kann ich sagen, wie sich das Fahrzeug über Zeit bewegt, welche einzelnen Messungen es reinkriegt und dann so eine Karte erstellen. Was ist jetzt der Vorteil? Ja, der Vorteil ist, wenn man sich die Karte anschaut, dann kriegt man einen relativ guten Einblick darüber, wie denn die Umgebung ausschaut. Ich kann jetzt hier beispielsweise schon meinen Pfad planen, weil ich eben genau weiß, wo sind Hindernisse, wo ist frei, wo kann ich fahren. Außerdem, wir haben es ja gerade gesehen, ich brauche vergleichsweise wenig Sensorik, um solche Karten erstellen zu können. Was ist aber das Problem? Naja, wir reden jetzt hier immer von 2D-Anwendungen. Wie wird sich das Ganze im Straßenverkehr anwenden lassen? Eher schwierig. Im Straßenverkehr haben wir eine 3D-Welt, die wir abbilden möchten. Wir brauchen auch 3D-Informationen. Wir können jetzt nicht sagen, okay, alles, was kleiner als einen halben Meter ist, ignorieren wir. Außerdem, durch diese Diskretisierung haben wir natürlich auch irgendwo eine begrenzte Präzision der Karte, die sich dann wiederum auf eine begrenzte Präzision der Lokalisierung überträgt. Begrenzte Präzision der Lokalisierung haben wir natürlich auch, weil wir einfach nur im 2D-Raum unterwegs sind und keine 3D-Informationen nutzen können. Außerdem haben wir eine fixe Diskretisierung über die gesamte Karte, was für manche Anwendungen ja womöglich auch nicht so optimal ist. Wenn ich sage, in gewissen Bereichen gibt es vielleicht mehr Informationen über die Umgebung als in anderen. Die Möglichkeit habe ich bei so einer einfachen Occupancy Grid Map leider nicht. So. Heißt, wir wollen die Welt jetzt nicht nur in 2D abbilden, sondern in 3D. Wie sieht sowas aus? Na, wir haben es in der letzten Vorlesung schon gesehen, wie so ein LiDAR die Umgebung scannt. 3D Point Clouds bekommen wir raus. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich viele einzelne Scans, die ich in jedem Zeitschritt bekomme, zu einer gesamten Karte kombinieren? Ich habe schon mein Bestes versucht, Point Clouds in PowerPoint zu erstellen. Ich hoffe, es ist gelungen. Was ich letztendlich mache, ist, ich nehme eine einzelne Messung meines LiDARs. Zusätzlich kenne ich ja wiederum die Bewegung und dann reihe ich einfach alle diese einzelnen Point Clouds aneinander. Letztendlich bekomme ich eine große Point Cloud, in der alle einzelnen vereint sind. Sprich, es ist letztendlich genau das gleiche Dateiformat, was mir jeder einzelne Sensorscan gibt, was ich kombinieren kann und zu einer gesamten Karte erstellen kann. Wenn man es jetzt nicht in PowerPoint erstellt, sondern beispielsweise mit einem SLAM, wo wir übrigens nächste Woche drauf kommen, wie man sowas konkret umsetzen kann, dann sieht es beispielsweise so aus. Und hier sieht man jetzt auch, okay, da hat man schon relativ viele Informationen über die Umgebung. Also man kann jetzt aus so einer Point Cloud Map durchaus abschätzen, wo ist denn die Straße, wo sind denn Bäume, wie sieht meine Umgebung aus. Sprich, die Karte ist auch hier wieder vergleichsweise einfach zu verstehen. Mit diesen Informationen, die ich aus der Karte rausbekomme, kann ich auch direkt Annahmen treffen, die mir dann wiederum helfen, meinen Pfad zu planen innerhalb dieser Umgebung. Sprich, ich weiß oder ich kann mir aus der Karte ableiten, wo ist denn meine Straße, wo ist der freie Weg, den ich fahren kann. Und vergleichsweise einfach
zu erstellen sind die Karten auch, wenn ich brauche eben einen 3D-Leader. Was ist das Hauptproblem am 3D-Leader? Nach wie vor die Kosten. Das ist der Hauptgrund, warum Tesla sagt, sie möchten komplett drauf verzichten. Alle anderen sind der Meinung, man braucht es doch. Wo der Weg hingeht, denke ich, werden wir noch sehen. Der Punkt ist, es ist nach wie vor ein riesen Kostenfaktor. Und um diese Point Cloud Maps anwenden zu können, brauche ich trotzdem 3D-Leader-Sensorik. Die Präzision meiner Lokalisierung hängt extrem von meinem Sensor ab. Also wie groß ist die Reichweite? Das beschreibt mir natürlich, wie groß wird dann meine Karte. Und so ein LiDAR-Sensor hat eben den Nachteil, dass er eine gewisse Auflösung hat. Zum Stand der Technik sind 32 bis 64 Ebenen vertikal. Es gibt inzwischen Sensoren mit 128 oder 264. Da bekommen wir wieder das Problem der Preise. Das heißt, wenn wir dann Entfernungen von 100, vielleicht 200 Metern kartieren möchten, dann wird es einfach schwierig, weil dann jede Ebene des LiDARs schon teilweise mehrere Meter auseinander sein kann, je nachdem, welchen Sensor ich habe und welche Entfernung ich betrachte. Letztendlich werden die Datenmengen, die ich habe, auch extrem groß werden. Wenn wir uns das hier anschauen, dann sieht man, dass extrem viele Punkte, hier wahrscheinlich sogar die Mehrheit aller Punkte, einfach auf der Straße sind und die Straßenoberfläche darstellen. Brauche ich diese Information tatsächlich, wie viele Punkte auf der Straßenoberfläche ist? In den allermeisten Fällen nicht. Trotzdem muss ich sie irgendwo speichern, irgendwo ablegen. Und es blockiert mir eben Ressourcen, die ich vielleicht irgendwo anders in meinem Software-Stack besser verwenden könnte. Geht Hand in Hand damit, dass ich eben sehr große Datenmengen habe und die für irrelevante Informationen verschwenden muss. Wie wird das Ganze jetzt aussehen, wenn wir sagen, okay, wir versuchen irgendwie aus unserer Umgebung relevante Punkte zu extrahieren? Nennen sich dann Features. Wie genau Features aussehen, sehen wir auch nächste Woche. An der Stelle reicht es einfach mal anzunehmen, okay, ein Feature ist ein prägnanter Punkt der Umgebung, der mir vielleicht Aufschluss darüber lässt, den habe ich schon mal gesehen. Und wenn ich dann in meiner Umgebung sehr viele dieser prägnanten Punkte, diese Features habe, dann kann ich eben schätzen, wo ich bin. Diese Features kann ich jetzt aus LiDAR-Daten extrahieren, kann ich auch aus Kameradaten extrahieren, kann ich theoretisch auch aus Radardaten extrahieren. Auch dafür gibt es Ansätze. Wie wird das dann wieder in unserem Beispiel aussehen? Naja, ich habe einen Feature Extractor. Der Feature Extractor hat eben eine gewisse Definition, die ihm zulässt zu sagen, was ist ein prägnanter Punkt in der Umgebung, den ich gut wiedererkennen kann. Das kann dann beispielsweise eine Ecke sein oder eine Kante hier am Baum. Was das ist für uns Menschen teilweise, wenn wir sehen, überhaupt nicht nachvollziehbar. Das sind einfach Algorithmen, die das machen. Wie gesagt, wir schauen uns nächste Woche nochmal im Detail an, wie sowas funktioniert. Eine Feature Map kann beispielsweise so aussehen. Ich hoffe, man sieht die roten Punkte. Wenn nicht, ist das genau die Aussage. Selbst wenn man sie sieht, man erkennt relativ wenig. Es sind einfach rote Punkte in der Umgebung. Wie gesagt, die können sowohl Fahrbahnmarkierungen auf meiner Straße sein, die können aus der Umgebung kommen, die können von Häusern sein. Ich weiß es einfach nicht. Man kann hier vielleicht erahnen, okay, die Strecke wird vorne nach links abbiegen, da links ist vielleicht eine Säule. Aber im Vergleich zu den anderen Kartendarstellungen fehlt mir hier einfach diese Information über die Umgebung, die mir dann zulässt zu sagen, okay, hier ist meine Straße, hier kann ich hinfahren, hier muss ich vielleicht vorsichtig sein. Was ist allerdings der Riesenvorteil? Naja, letztendlich habe ich damit ja auch eine Point Cloud Map. Nur wenn man es mal im Vergleich anschaut, haben wir viel, viel weniger Punkte. Wir haben einfach nur noch die Punkte, die relevant für unsere Lokalisierung sind. Vorteil gegenüber Occupancy Grid Maps. Wir brauchen keine Diskretisierung mehr. Wir haben einen freien 3D-Raum beispielsweise, worin wir da unsere einzelnen Features reinplatzieren, ist komplett uns überlassen. Wir haben keine Diskretisierung. Von der Präzision her sind wir damit mal wieder deutlich genauer. Und wie eingangs schon erwähnt, es ist auch kompatibel mit verschiedenen Sensoren. Features können wir extrahieren aus LiDAR, aus Kamera. Theoretisch
lassen sich die dann auch kombinieren in gemeinsamen Karten. Nachteil, naja, wir haben es gesehen, es ist erstmal schwierig für uns Menschen jetzt daraus was rauszulesen. Entsprechend schwierig ist es damit auch für den restlichen Algorithmus zu sagen, wo ist die Straße, wo fahren wir, wo befinden wir uns. Wir haben eben diese Information darüber, wo sich Hindernisse befinden und wo nicht, die fehlt uns hierbei. Was jetzt inzwischen immer mehr aufkommt, sind sogenannte semantische Karten. Semantische Karten ist jetzt vielleicht der Ansatz, wie wir Menschen auch herangehen würden. Wenn wir jetzt versuchen, hier von diesem Raum eine Karte zu erstellen, einen Plan zu machen, dann werden wir einzeichnen, wo sind Tische, wo ist die Tür, wo sind Fenster. Das ist letztendlich die Grundidee einer semantischen Karte. Ich erkenne Objekte aus meiner Umgebung, schätze deren Position und trage die in eine Karte ein. Meistens brauche ich dafür irgendwelche anderen Kartendarstellungen, wie hier in dem Beispiel eine Occupancy Grid Map. Ich kann dann auch sagen, okay, ich habe eine 2D Occupancy Grid Map und hier trage ich die Objekte ein, die ich im 3D-Raum erkenne. Wie wird sowas in unserem Beispiel aussehen? So, ich habe verschiedene Klassen von Objekten, die ich erkenne in der Umgebung. Das kann sein Baum, das kann sein Ampel, Haus, parkendes Auto. Es kann auch sein, dass ich vielleicht nur eine Klasse habe, nur Hindernis. Und diese trage ich eben in meine Karte ein. Was ist hier natürlich ein riesengroßer Vorteil? Naja, es erlaubt mir wieder sehr viele Rückschlüsse auf meine Umgebung und damit auch, wie ich mein Verhalten entsprechend anpassen möchte. Denn gerade wenn wir uns so Themen wie Risikobewertung anschauen, dann wird es wahrscheinlich doch einen großen Unterschied machen, ob ich jetzt gerade an einem Radfahrer vorbeifahre oder an einem Kindergarten oder an einer Fabrik. Das ist so der Hauptvorteil, dass ich diese semantischen Informationen mit reinbringe. Wie ich die dann nutze, ist natürlich wieder eine andere Frage, aber grundsätzlich stehen sie mir zur Verfügung und ich kann sie eben nutzen. Im Vergleich zur Feature Map habe ich jetzt nicht mehr abstrakte Features. Ein abstraktes Feature haben wir haben es gesehen an der Karte, erstmal keine Informationen darüber zugelassen, wie denn die Umgebung aussieht. Jetzt können wir direkt aus der Karte sagen, wie die Umgebung aussieht, welche Objekte um uns herum sind, welche Objekte sich wo befinden. Diese Informationen kann ich auch eben wieder für meine Pfadplanung verwenden. Was sind die Nachteile? Ja, zum einen ist es schwierig, jetzt nur eine semantische Karte zu nutzen. Meistens brauche ich irgendwelche anderen Darstellungen, irgendwelche anderen Informationen, die ich hier mit einfließen lasse. Und außerdem bin ich schlichtweg abhängig von der Objektdetektion. Was heißt das? Naja, ich kann meine Karte zum einen erst erstellen, wenn die Objektdetektion fertig ist, was von der Rechenzeit her teilweise kritisch ist. Und zum anderen, ich kann mich nicht mehr lokalisieren, wenn ich davon abhängig bin, ohne eine Objektdetektion habe. Klar, wenn ich mich innerhalb einer Karte, die nur aus Tisch und Stuhl befindet, lokalisieren möchte, dann muss ich auch Tische und Stühle erkennen können. Im Straßenverkehr ist es natürlich genau das Gleiche. Damit sind die Anforderungen an meine Computer, an meine Rechenzeit natürlich deutlich höher, wie wenn ich jetzt sage, ich extrahiere nur Features, was relativ schnell geht und die matche ich dann wieder. Was man jetzt häufig noch liest im Zusammenhang mit autonomen Fahren, gerade wenn es dann um Level 5 geht, sind sogenannte HD-Maps. Wofür steht HD? HD steht wie beim Fernseher auch für High Definition, bezieht sich jetzt hier allerdings nicht auf die konkrete Auflösung der Karte, sondern einfach auf den Informationsgehalt. HD-Maps sind so umfangreich, dass ich nicht mehr sagen kann, die erstelle ich jetzt online. HD-Maps muss ich offline erstellen, online nutzen, zur Lokalisierung, auch zur Pfadplanung für verschiedene Sachen. Es werden verschiedene Sensorquellen kombiniert, können Point Clouds sein, können Daten aus Kameras sein, können auch Daten aus der Umgebung sein, zum Beispiel der Zustand einer Ampel. Wie würde sowas jetzt in unserem Beispiel aussehen? Ja, es ist jetzt relativ schwierig, das zu verdeutlichen oder zu veranschaulichen, weil es eben hierfür kein einheitliches Design gibt. Also
ja, die Darstellung hängt immer von der Anwendung ab und vom Ersteller. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte eine Point Cloud Map, weil ich mich mit meinem Leader lokalisieren möchte. Für mich sind vielleicht Informationen über Ampeln, über Verkehrsschilder besonders wichtig. Grundsätzlich habe ich eben die Möglichkeit, alle diese Informationen mit einfließen zu lassen. Wie sieht sowas dann in Realität aus? Da habe ich hier einfach mal einen Screenshot. Hier sieht man, dass eben verschiedenste Informationen in dieser Karte enthalten sind über die einzelnen Spuren, wo zwei Spuren zusammengeführt werden, wo eine Spur abzweigt. Und umgeben ist das Ganze von einer Point Cloud. Wofür brauche ich die Point Cloud? Für die Relokalisierung. Wie dieser Schritt funktioniert, auch da kommen wir nächste Woche dann drauf. Man sieht, es gibt sehr, sehr viele Vorteile von HD-Karten. Ich habe einfach extrem viele Informationen über meine Umgebung. Ich kann sie perfekt auf meine Umgebung anpassen. Das heißt, eine HD-Karte auf der Autobahn sieht vielleicht komplett anders aus als eine HD-Karte in der Innenstadt. Und ich kann viele verschiedene Sensoren integrieren, je nachdem, welches Setup mir zur Verfügung steht. Was ist der Nachteil? Naja, wir haben es ja schon gesehen, Kosten sind immer ein Riesenfaktor. Auch hier ist es natürlich extrem teuer, solche Karten zu erstellen. Ich brauche Fahrzeuge, die mit der entsprechenden Sensorik ausgestattet sind. Ich brauche Schnittstellen zur Umgebung. Es ist einfach extrem teuer, die Karten zu erstellen. Was ist womöglich sogar noch viel teurer? Na, die Karten up to date zu halten. Was passiert jetzt, wenn ich mich auf meine HD-Karte verlasse und in eine Baustelle reinfahre? Auch solche Fälle müssen abgedeckt sein. Was passiert, wenn irgendwo ein Stau ist? Bekomme ich diese Information? Was damit einhergeht, ist natürlich eine gigantische Anforderung auch an die Bandbreite. Klar, mit 5G haben wir inzwischen tolle Möglichkeiten. Aber zum einen würde ich aktuell mein System nicht zu 100% auf 5G verlassen wollen. Und zum anderen wird selbst da teilweise die Bandbreite noch zu eng. Ja, das haben wir gesehen, es gibt viele verschiedene Kartendarstellungen. Alle haben irgendwo ihre Vor- und Nachteile. Stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt das, was in Realität Anwendung findet? Auch hier, ich kann es leider noch nicht beantworten. Ich glaube, es gibt niemanden, der es aktuell beantworten kann. Es gibt nur viele Leute, die es versuchen. Und genau, auch hier geht Tesla einen anderen Weg. Tesla sagt, es ist O-Ton eine really bad idea, HD-Karten zu verwenden. Waymo hingegen basiert ihren kompletten Software-Stack darauf. Wo liegt die Wahrheit? Vermutlich irgendwo dazwischen. Wir werden es wahrscheinlich erst in ein paar Jahren erfahren. Genau, soweit bin ich inhaltlich durch. Ich weiß nicht, ob es an der Stelle noch Fragen zu den verschiedenen Kartendarstellungen gibt. Ja? Vielleicht eine Frage zu der Kombination. Wir haben jetzt einige verschiedene Karten gesehen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Karten zu kombinieren und daraus mehr Informationen zu ziehen? Oder ist einfach der Speicheraufwand zu groß, um verschiedene Karten gleichzeitig speichern zu haben? Okay, also die Frage ist, ob es Möglichkeiten gibt, verschiedene Karten zu kombinieren oder ob der Speicheraufwand dafür zu groß ist, um verschiedene Karten gleichzeitig zu nutzen. Ja, letztendlich lassen sich die kombinieren. Wie das dann aussieht, da muss man in der Anwendung nochmal schauen. Also was man hier sieht, ist, wir sehen ja hier auch, das, was grau hinterlegt ist hier alles, das ist eine Point Cloud. Das heißt, ich habe zunächst erstmal nur eine Point Cloud und da lege ich zusätzliche Informationen mit rein. Man könnte jetzt sagen, diese einzelnen Fahrspuren ist ja auch eine Art von semantischer Information. Natürlich kann ich jetzt theoretisch auch noch sagen, ich gebe hier Kamera-Features mit rein in diese Karte. Es ist halt letztendlich immer die Abwägung, welche Sensoren stehen mir am anwendenden Fahrzeug zur Verfügung, welche Anforderungen habe ich an die Genauigkeit und wie bringe ich am besten alles unter einen Hut. Aber grundsätzlich gibt es auf jeden Fall die Möglichkeiten, verschiedene Kartendarstellungen zu kombinieren. Alle glücklich. Okay, dann würde ich abschließend noch mal kurz alles Revue passieren lassen, zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Eingestiegen sind wir mit den absoluten Grundlagen der Probabilistik. Wir haben gesehen, okay, einfach nur ein GNSS-Signal zu nutzen, reicht uns nicht, wenn wir tatsächlich vollautonom fahren möchten. Wir brauchen eine Kombination aus verschiedenen Sensoren, GNSS, IMU. Jede einzelne Messung müssen wir irgendwie als Gauss-Verteilung annehmen. Im einfachsten Fall ist das eine Gauss-Kurve, im höheren Fall haben wir eine Ellipse, eine sogenannte Kovarianz.
Das Tool, das uns diese Sensor Fusion ermöglicht, ist der Kalman-Filter. Der Kalman-Filter besteht grundsätzlich aus einem Prediction und einem Update-Step. Im Prediction-Step versuche ich über mein Fahrzeugmodell zu sagen, was ich denn denke, wo ich im nächsten Zeitschritt sein werde. Über meinen Update-Step validiere ich letztendlich diese Prädiktion. Schau, wie gut sind meine Sensoren, wie gut passt alles zusammen. Von hier aus gehe ich in den nächsten Schritt rein und habe einen zyklischen Ablauf über Zeit. Damit haben wir uns angeschaut, wie kann ich diese probabilistischen Informationen nutzen, wie kann ich den Kalman-Filter entsprechend so erweitern, dass ich eine probabilistische Lokalisierung möglich mache. Wir haben uns hier ein ganz einfaches Beispiel, bestehend aus 3 Bäumen, angeschaut. Nächste Woche werden wir ein bisschen tiefer noch in dieses Thema einsteigen, vor allem dann den Zusammenhang aus dieser Zustandsschätzung, die wir heute gesehen haben, und unserer Umgebungswahrnehmung. Abschließend haben wir uns noch verschiedene Kartenrepräsentationen angeschaut. Da gibt's die wichtigsten sind Occupancy Grid Maps, semantische Karten, Point Cloud Maps, Feature Maps und eben HD Maps. Jede Anwendung benötigt ihre eigene Map. Was jetzt das Beste ist, kann man global nicht sagen. Es kommt immer auf die Anwendung an und die Sensoren, die mir zur Verfügung stehen. Soweit war es das von meiner Seite. Wer sich jetzt die Frage stellt, was diese ganzen Themen mit dem Perseverance Rover auf dem Mars zu tun haben, der schaut am besten nächste Woche wieder in der Vorlesung vorbei, denn dann werde ich die Frage beantworten.